Burger gehen ja bekanntlich immer, genauso wie ein Double Cheeseburger. Und genau in diesem Rezeptvideo geht es darum, wie ich diesen Double Cheeseburger zubereitet habe und was ihr dort für Zutaten benötigt. Das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Und da haben wir auch schon die Zutaten, die wir benötigen für unseren richtig genialen Burger, wie ich finde. Fangen wir an mit dem Käse. Und zwar hier unten links haben wir jetzt den Captain Pauli. Das ist der mittelalte Käse und zwar von der Hafenkäserei. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Dann brauchen wir Tomate, ein bisschen Eisbeersalat, Burger Spice, Avocados für die Avocado-Creme gleich, ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch, Chili Jam für den richtig genialen Geschmack, eine Cocktailsoße und natürlich ein ordentliches, ausgewogenes Burger-Bun. Und da finde ich die Premium-Buns aus dem Edeka wirklich sehr, sehr genial. Das Hack habe ich jetzt hier noch nicht stehen, aber da komme ich gleich noch drauf zu. Kommen wir jetzt erstmal zur Avocado-Creme. Die Avocado-Creme ist relativ einfach. Ich habe jetzt hier schon mal die Schnibbelarbeiten vorgenommen. Und zwar einfach ein bisschen klein geschnittenen Knoblauch in den Steinmörser geben. Dann nehmen wir hier ein bisschen Finisher-Salz. Kriegen wir gleich ein bisschen Würze mit dran. Das sollte reichen. Und dann einfach einen Schlüssel nehmen und alles gut wie eine Paste oder pastenähnlich zusammen halt klein machen. Den Salzanteil haben wir jetzt halt wirklich drin und das jetzt halt einfach klein machen, dass wir so eine Art ja, Knoblauchpaste, Knoblauchsalzpaste bekommen. Und dann kommen wir jetzt gleich schon zur Avocado. Bei der Avocado gibt es halt einen sehr, sehr coolen Trick, wie ich finde. Einfach ein scharfes Messer zur Hand nehmen. Und wenn ihr wissen wollt, ob das jetzt reif oder nicht ist oder genug reif ist, hier oben habt ihr einen Strunk. Und wenn dieser Strunk sich so ganz, ganz leicht reindrücken lässt, da habt ihr die wirklich perfekte reife Avocado. Den Strunk halt einfach rausnehmen, das Messer zur Hand nehmen, gucken, ob ihr das sehen könnt, genau. Und dann einfach von oben bis nach unten zum Kern reinschneiden mit dem Messer, genau so. Und dann einmal komplett so drumherum. Dann einmal nur kurz zack, zack aufdrehen und schon habt ihr die Avocado freigelegt oder beziehungsweise den Kern freigelegt. Und jetzt schön darauf achten, dass ihr keine Avocado-Hand bekommt, denn das passiert, wenn ihr einfach mit dem Messer so daneben haut. Einfach mit dem Messer, scharfem Messer allerdings, auf den Kern drauf, den Kern einmal ein bisschen links, rechts drücken und schon habt ihr den Kern raus. Und diese Füllung schneidet ihr jetzt ganz klein, beziehungsweise in kleine Würfel und mit der sehen wir uns dann gleich am Mörser wieder. Und jetzt einfach die klein geschnittenen Avocado-Würfel mit in den Steinmörser geben und dann einfach ganz minimalistisch eine Gabel nehmen und Kraft walten lassen. Das heißt, wir machen daraus mit der Paste, die da unten jetzt gleich drin ist oder beziehungsweise schon drin ist, einfach jetzt hier aus der Avocado eine richtig schöne Paste machen. Ich hatte jetzt ganz viele Avocados da liegen. Hier sei noch mal kurz gesagt, für die kompletten Rezeptangaben könnt ihr wie immer auf tobiasgrill.de nachschauen. Da habe ich euch runtergeschrieben, was ich hier tatsächlich für Zutaten benutzt habe. Ich mache das jetzt erstmal mit den ganzen Avocado weiter und dann seht ihr das Endresultat. Und da haben wir schon die Creme und von der Konsistenz her kann das ruhig etwas gröber sein. Es ist aber trotzdem ein Creme-Charakter. Jetzt einfach zur kleingeschnittenen Zwiebel zurückgreifen. Die einfach hier mit rein machen und dann mit einem Löffel ein bisschen unterheben. Und dann könnt ihr natürlich mit ein bisschen Salz und Pfeffer oder Finisher-Salz, sofern ihr das da habt, nachwürzen. Die Säure, da habe ich jetzt mal komplett drauf verzichtet, aber ihr könnt da natürlich auch mit ein bisschen Zitronensaft halt arbeiten, aber das bleibt euch selbst überlassen. Ich rühre das jetzt hier ein bisschen weiter, lasse das Ganze nochmal ziehen und schmeckt das wie gesagt mit ein bisschen Salz, Pfeffer oder in dem Fall Finisher ab. Kommen wir dann jetzt zum Salat, in dem Fall den Eisbergsalat. Hier einfach eine etwas breitere Streifen unterschneiden, dazu hier hinten so ein kleines Stückchen abschneiden. Und dann habt ihr hier schon so ein bisschen, ja, sag jetzt mal, Inneres. Und dieses Innere halt einfach wie eine Zwiebel in breitere Streifen schneiden. Ungefähr so dick. Keine Sorge, ich habe die obersten Blätter schon entfernt. Das solltet ihr so oder so beim Eisbergsalat machen. Und dann jetzt einfach diese breiteren Streifen nehmen und, ja, ich sag jetzt mal, in kleinere
Würfel schneiden. Das hat den Vorteil, dass man das dann später auf dem Burger besser verteilen kann. Denn das zeige ich euch das einmal kurz. Ihr seht das so schon. Ihr braucht nicht wirklich viel Salat, aber das reicht dann halt wirklich, dass man das dann halt wirklich so unten auf dem Salat oder auf dem Burger drauf machen kann. Und dann sind wir mit den Vorbereitungen, so gut es geht, fertig. Diese Tomaten hier, die brauche ich euch nicht zeigen, die schneiden wir in Scheiben, denn die spielen auch gleich eine große Rolle. Aber dann jetzt zum Käse. Hier einfach Verpackung entfernen und ich kann euch sagen, ich hatte das schon mal ein Stückchen von, auch von diesem mittelalten Captain Pauli und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Aroma. Boah. Hafenkäserei, kann ich euch wirklich nur empfehlen, verlinke ich euch unten in der Infobox, wo ihr das bekommt, beziehungsweise auf meinem Blog. Der Käse ist natürlich auch Hauptdarsteller gleich beim Burger und der Rand, der ist natürlich am aromatischsten, deswegen halt hier halt einfach hier unten so ein bisschen, ja ich sage jetzt mal Wachs noch drauf und diesen halt einfach so gut es geht entfernen. Da braucht ihr ein bisschen Geduld für. Auf jeden Fall nicht das Messer nehmen und so nah wie möglich hier hinten her schneiden, denn da steckt das ganze Aroma drin und das brauchen wir gleich für unseren Burger. Ich hatte Ferien jetzt hier erstmal die Wachsschicht. Und dann schneiden wir da kleine Scheiben runter. Und dieses Aroma, ich kann euch wirklich sagen, ein richtig genialer Käse. Damit wir schon etwas breitere Streifen nachher haben, schneide ich hier vorne die Spitze ab. Natürlich den Rand abschneiden, diesen hier. Und der ist für mich. Und dann nehmen wir einfach jetzt hier, das ist jetzt ja, das ist ein Käsehobel, das ist ein ganz normaler Käsehobel. Und hobeln dann im Prinzip die oberste Schicht. So gut es geht ab. Davon mache ich jetzt erstmal ein paar Scheiben und dann sind wir mit den Vorbereitungen auch schon soweit fertig. Vorbereitungen sind wie gesagt alle soweit abgeschlossen. Kommen wir jetzt zum Hack. Ich zeige euch das jetzt hier nur mit einem kleinen bisschen Hack. Ihr könnt es abwiegen, ihr braucht es nicht abwiegen, denn ihr habt gesundes Augenmaß und das hilft euch hier auch beim Burger Patty. Ich mache immer so ja, nach Gefühl und zwar ich nehme meine Hand und zwar diese und mache da ungefähr ja, so ein bisschen was hier unten in diesen Handbeulen rein. Aber wir würzen das jetzt vorher mit einem bisschen Burger Spice und mixen das im Prinzip durch. Und zwar nicht zu doll durchmixen, denn dadurch macht ihr das Hack dann einfach zu fest. Das würze ich jetzt wie gesagt hier einmal und dann formen wir daraus gleich Burger Patties. Und jetzt halt, wie gesagt, vom Hack, wenn ihr das halt wirklich gewürzt habt, einfach jetzt halbieren, einfach eine Hand nehmen, in der Mitte halt einfach einmal so einen Cut machen. Und jetzt seht ihr schon, was ich meine, eine Handvoll ist das ungefähr. Und das forme ich jetzt halt, wie gesagt, erstmal zum Ball. Und wenn ich das mit dem Ball geformt habe, sehen wir uns gleich am Brettchen wieder. Und zum Burgerform selbst, da braucht es wirklich keine Presse, denn ihr habt gesunde Hände und die nehmt ihr einfach. Jetzt diesen Ball einfach nehmen, in der Mitte ein bisschen runterdrücken und ihr merkt schon, das will einfach freiwillig runter und es will einfach ein Burger Patty werden. Das einfach, wie gesagt, komplett hier so runterdrücken am Rand, da wo es ein bisschen aufreißt, mein Gott. Es reißt dann halt auf. Es ist ein Naturprodukt. Es soll zum Schluss halt hin wirklich nur noch schmecken. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich in der Mitte nach außen presse und da, wo es halt ausreißt, so wie hier in dem Fall, drücke ich dann im Prinzip dagegen, dass wir eine ja, solide Burger-Patty-Form bekommen. Das mache ich jetzt mit beiden Burger-Patties und dann sehen wir uns gleich schon am Grill wieder. Und die gerade eben geformten Burger-Patties, die kommen jetzt hier auf den, ja, ich sag jetzt mal Burger-Rost vom Grillröster. Der macht extrem viel Spaß. Wer das Video dazu noch nicht kennt, dem werde ich das da unten in der Infobox einblenden. Es macht halt wirklich extrem viel Spaß mit dem Grillröster und ja, Verarbeitung, ja, ist halt richtig, richtig geil. Und dann einfach hier in den Grillröster rein schieben auf die dritte Etage. Damit geben wir dem Fleisch natürlich die Chance, halt zwar eine Kruste zu bekommen, aber nicht so heiß wird, dass er nicht durchgegart wird. Weil ich möchte gerne einen Burger durchgaren, zwar nicht so durchgaren, dass er halt komplett trocken ist, sondern halt wirklich noch richtig schön saftig ist. Und das machen wir jetzt pro Seite, ich sage jetzt circa 3 Minuten. Und das waren jetzt keine 3 Minuten. Schauen mal nach. Wirklich perfekt. Weitere 2 Minuten vergangen, denn da brauchen wir das nicht wirklich lange. Und hier nutzen wir uns unten die Ablage und legen dann einfach ein bisschen Käse drauf. Und das ist, wie gesagt, dieser richtig schöne mittelalte Käse von der Hafenkäserei. Seid da nicht zimperlich und nehmt ordentlich Käse, denn alles schmeckt besser wirklich mit Käse. Mein Bacon geht natürlich auch, aber Käse ist halt wirklich geil. Und ich durfte den vorhin schon mal probieren und der Käse ist halt definitiv richtig geil.
So, richtig viel Käse drauf und dann kommt er wieder in den Grillröster und da einfach hier unten in die zweite Etage. Der Grill ist immer noch auf volle Pulle und da lassen wir den Käse jetzt einfach nur noch schmelzen und dann heißt es tatsächlich gleich schon den Burger zusammenbauen. Und ihr seht es halt gerade selber in der Zeit, wo ich quatsche, wie der Käse am Schmelzen ist. Also es ist wirklich ein geniales Gerät. Wie gesagt, dieses Vorstellungsvideo zu dem Grillröster verlinke ich euch da unten in der Infobox und könnt ihr mal gerne reinschauen. Auch auf tobiasgrill.de, wie gesagt, da könnt ihr auch das Rezept von diesem Burger schauen. Ich schmelze den Käse jetzt und dann müssen wir ja noch ein Burgerbrötchen rösten. Burgerbrötchen auch einfach hier in den Grillröster reinmachen auf derselben Etage und der Vorteil dabei ist einfach die Brötchen dabei beobachten, wie die Oberfläche halt ganz, ganz langsam braun wird. Ich empfehle das Burgerbrötchen natürlich nicht bis nach ganz oben zu machen, denn da verbrennt es relativ schnell und so gebt ihr halt wirklich jetzt der Oberfläche die Chance, halt so richtig geile Röstaromen zu bekommen. Und in der Zeit, wo ich jetzt hier halt wirklich quatsche, könnt ihr das halt wirklich sehen, welchen Bräunungsgrad ihr haben wollt und das reicht für mich. Das heißt, das war es wirklich schon. Keine Minute und das Burgerbrötchen ist fertig. Jetzt heißt es Burger zusammenbauen. Wir fangen mit der Unterseite an. Da nehmen wir jetzt tatsächlich unsere Avocado-Creme, machen da ein bisschen was drauf und verteilen das grob. Das sollte schon reichen. Dann nehmen wir uns ein bisschen gerade klein geschnittenen Salat, legen den hier in der Mitte. Und ihr seht selber schon, ihr könnt den Salat so portionieren, wie ihr das gerade gerne mögt. Dann kommen wir jetzt zur Tomate. Dann nehmen wir lediglich eine Scheibe. Nur ruhig hier so grob in die Mitte legen, weil mehr braucht es da nicht. Und dann kommen wir schon zum ersten Burger Patty. Den tatsächlich hier oben drauf machen. Und dann nehmen wir schon den zweiten. Ich sage euch, das wird ein Gerät. Einfach hier oben drauf machen. Und dann kommen wir schon zu einem bisschen Zwiebelkonfit. Wer das Rezept zu dem Zwiebelkonfit noch nicht kennt, dem verlinke ich das auch einmal hier unten oder schaut auf meinem Blog nach auf tobiasgrill.de. Da habe ich ein richtig geiles Rezept zum Zwiebelkonfit und das ist richtig, richtig genial. Gerade zu Burger ist das ordentlich genial. Und dann kommt jetzt zum Schluss noch ein bisschen Cocktailsoße hier oben auf das Zwiebelkonfit. Und zwar ordentlich, so dass das auch ruhig runterläuft. Und dann kommt zum guter Letzt nur noch der Deckel. Und damit würde ich sagen, ist der Double Cheeseburger auch schon fertig. Und das war er, der Double Cheeseburger. Relativ viel zu tun, aber die Zubereitungsart oder beziehungsweise generell die Zubereitung lohnt sich. Das müsst ihr unbedingt nachmachen. Er ist richtig, richtig saftig und der Käse alleine, der Käse ist wirklich der Hammer. Wie gesagt, schreibe ich euch unten alles in die Infobox, wo ihr das alles beziehen könnt, beziehungsweise auf meinem Blog. Kommen wir zum Ende zu diesem Rezeptvideo. Falls euch dieses Rezeptvideo gefallen hat, gebt dem Video wie immer einen Daumen. Falls es noch nicht getan hat, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Für weitere Tipps und Tricks oder genau dieses Rezept, schaut gerne auf tobiasgrill.de nach. Bis dahin.